Na gut, wohin reisen wir? Am besten zur Drachentötergrotte. Und von da aus gehen wir dann zum nächsten Rezept. Und das ist dann, glaube ich, Katzen. Katze, Katze, Katze. Ist das das letzte? Ich weiß gar nicht, oder? Nee, ich glaube nicht, ne? Es war, glaube ich, nicht das letzte. Und wir haben ja noch hier die Quest mit dem, der Hexerdings, ne? Hier, Weiße. Hier. Berengar? War das Berengar? Ich speichere mal und dann... Was ist das? Uch. Komm, wir gehen mal raus hier. Na, komm da her. Komm doch einfach ran. So. Siehste, war doch gar nicht so schwer. Du musstest nur sterben, mehr nicht. Und das Sterben wird jeder Kreatur ja bekanntlich in die Wiege gelegt. Gut, huch, Blut. Warte mal. Nee. Ist nix. Dafür ist hier irgendwas. Eine Hütte. Sind aber trotzdem noch 100 Meter entfernt. Meter. Ich speichere nochmal. Ich höre es doch schon wieder grunzen und grölen hier. Und da ist doch schon wieder ein Golem, oder? Ich nehme mal Quen. Ich mache Quen auch mal direkt an. So. Hallo, Golem. Okay, das hat nichts gebracht. Aber ja, nicht. Okay, das wird... Oh, das wird hart. Eieieiei. Ich glaube, der ist nicht so angenehm wie der letzte. Ich werde mich mal immer wieder ein bisschen mit Fressen hochheilen. Warum bleibt er da eigentlich immer stehen? Macht das dem was? Nee, ne? Nee. Das wahrscheinlich sowieso nicht. Na gut. Komm mal her. Autsch. So. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gut. So, das kann ein bisschen dauern, ne? Habe ich Quen noch aktiv? Ist das noch aktiv? Ich mach's mal lieber nochmal. Oh. Jetzt wird aber richtig stickig. Okay, Quen ist nicht mehr aktiv. Na, jetzt aber. Hohohohoho. Au. So, halten wir mal die LP ein bisschen hoch. Und Quen vor allem. Na, komm schon. So. Quen, Quen, Quen.
Jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, was Axi bei dem macht. Aber es läuft eigentlich ganz gut. So, und das war er auch schon. Und den Hopfendolden gibt es gratis obendrauf. Gut. Wo ist denn jetzt die Truhe? Was ist das denn? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir sollen uns umsehen, dann machen wir das. Wir gucken hier. Ich gehe mal darüber. Und was ist denn da? Hui! Alter! Nicht schlecht. Schlecht, aber dass ich husten musste. So, Entschuldigung. Nicht schlecht. Ich meine, wir bleiben ja bei unserer, ne? Aber es gibt ja immerhin Erfahrungen und Rezepte und. Es gibt da Erfahrung, oder? Na? Erfahrung? Ach, jetzt haben wir Teil 3. Ne, abgeschlossen Teil 3. Ja, nö. Okay, gut. Wir gucken nochmal in Schatzsuchen rein. Jetzt haben wir noch die Bärenschulenausrüstung. Das wäre sogar was, was wir richtig gut brauchen können. Schwierigkeit 30. Wir können ja mal gucken gehen. Um die Verbesserung des Stahlschwerts zu finden. Das ist Silberschwert. Okay, pass auf. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir müssen dafür da hinten hin. Und aufgrund des fehlenden Schnellreisepunktes hier, würde ich sagen, wir reiten da sogar hin. Ich sagte reiten. Na, lass das. So. Beweg dich. Das sind 500 Meter. Sollte Plätze eigentlich ziemlich schnell schaffen. Vorausgesetzt, das sind nicht wieder Berge. Sieht schon wieder so bergig aus da hinten. Ja, kommen wir aber. Ne, hier kommen wir nicht hoch, Plötze. Ah, nehmen wir doch hier einfach mal diesen Weg. So. Spring halt drüber. Ja. Ne, lasst mich in Ruhe. Ich habe echt keine Zeit für euch. Er trinkt mal wieder schön. Scheiße. Mist. Überall Ertrunkene, war ja klar. Wundert mich gerade ein bisschen, wo wir hier sind, dass wir die Mumen nicht mehr gesehen haben. Ich dachte, oder ich hätte wetten können, denen läuft man nochmal über den Weg, aber... Ich meine, das waren auch so detaillierte... Charaktere und ähnliches. Und wieder ein Erdgenius. Kann ich hier speichern? Kann ich. Na gut, wir probieren diesen Erdgenius auch noch. Ich glaube, der ist aber sogar eine Stufe weniger als wir. Als der letzte. Oder? 25. Der letzte war sogar 27. Blocken bringt bei dem ja nichts, ne? Das fällt bloß nicht darunter, Geralt. So, der geht recht fix down. Oh, einen, wow. So, jetzt aber. Easy, easy going. Ich verstehe das noch nicht so ganz mit dieser Quest-Nummerierung und so. Weil, ne? Ich glaube, die war sogar schwerer als die andere. Die andere war 29 und hatte einen Level 27 Genius. Ah, hier. Und die war Level 30 und hatte Level 25 Genius. Also. Ja, dann lass uns mal umsehen. Muss ja irgendwo hier sein. Aber wo? Da.
Da. Überlegendes Bärenstahlschwert. Jei, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Wir haben sogar einen Schnellreisepunkt. Cool. Okay, dann nehmen wir erstmal das letzte. Ja, 34. Das ist ein bisschen höher, aber wir können es trotzdem mal angucken. So. Gucken wir mal eben, wo wir da hinreisen müssen. Warte, der irritiert mich da auch die ganze Zeit. Der kommt mal weg und da müssen wir irgendwo nach da. Dann nehmen wir doch Olenas Hain. So. Da sind wir. Ein Kräuterkundler ist auch da. Ja, der ist ja auch schon, der dauert schon ewig lang. Die Quest wird als rot gekennzeichnet, aber das, da lasse ich mich jetzt mal nicht von abbringen. Das hat schon oft geklappt. Und was wir haben, das haben wir. So, wie spät ist es denn? 20 vor 8 abends. Ich mach schon mal ein Dings an. Ich lasse den Speicherpunkt mal da hinten am Schnellreisepunkt. Bauen können wir es wahrscheinlich eh noch nicht, das Schwert. So, wir sind am Punkt A. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, machen wir auch. Bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Aber ich habe noch immer ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Dass das eventuell sogar da hinten drauf ist. Bestimmt, oder? Bestimmt. Was haben wir da? Ertrunken auf jeden Fall. Obwohl, nee, warte mal. So weit geht der gar nicht. Was ist eigentlich hier so im Bereich? Ich klapper mal eben hier die Küste ab. Da unten liegt auch noch was. Das ist, glaube ich, Moos. Guck mal, da im Wasser. Guck einer mal da im Wasser. Ob es das ist? Nee, es kann es nicht sein. Mist. Das war zu weit weg. Was machen die Fische denn da? Die bompern gegen mich. Überlegener Sattel. Nehmen wir trotzdem natürlich alles mal mit, wo wir schon hier sind. Da hinten ist, glaube ich... Oh, ist auch noch eine Truhe. Da hinten, siehste? Und schönes, klares Wasser hier, ne? Oh, ich muss niesen. Ich muss niesen. Yeses! Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich kriege irgendwie ein Schnüpperchen oder so. Ja, wird hier so kostenlos rumlich. Ach, guck mal, wie cool das aussieht einfach. Allein deswegen hat sich doch hier schon die Reise gelohnt. Wegen diesem, ja, Ausblick kann man es nicht nennen. Anblick. Wegen diesem Anblick. So, wir sollen jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen untersuchen. Aber irgendwie finde ich gerade nichts. Seht ihr was? Dann schreit mal ganz laut. Ja, da hinten, da hinten. Ist das doch da drüben? Da werden Gegner markiert. Ja, toll. Weißt du was? Ich speichere doch nochmal hier. Und wir gucken mal eben nach den Gegnern da drüben. Vielleicht ist es ja doch hier, aber hier war ein Monsternest. Wir sind auf Stufe 4, das kann es nicht sein. Diese Ertrunkenen immer, ne? Aber wo kann das denn sein? So, jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt kommt, hört mal auf hier. Ich hab das Netz ist doch, oh. Hä? 20 Erfahrungspunkte, oh nett. Aber ich meine, das Nest, hatten wir das noch nicht? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber anscheinend. Ist ja krass. Naja.
Och nö, jetzt lass mich aber in Ruhe. Geh weg, genau. So, wo könnte denn hier irgendwie noch was sein? Wir sollen uns hier umgucken. Aber hier ist ja überhaupt nichts. Hier hat's gestartet. Ich kann ja mal die Lampe anmachen. Lampe, ne, aber hier. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Das mache ich gerade, aber ich sehe nichts beim Umsehen. Das ist mehr ein Um als ein Sehen hier. Ich gehe mal langsam jetzt. Ich irgendwas erkenne, aber... irgendwie so gar nicht. Das könnte hier irgendwie in den Büschen sein oder so. Weiße Myrte nehme ich mal mit, damit die Flacke aufhört hier. Aber ansonsten... oh, doch, da. Da. Oder? Ist da nicht was? Nee. Ich dachte, da wäre eine Truhe. Aber die hätten wir leuchten sehen, ne? Tja. Es soll unter uns sein, wird angezeigt. Es soll unter uns sein. Warte mal. Gibt es hier einen Höhleneingang? Gibt es nicht, oder? Es ist natürlich Nacht. Das ist natürlich auch ganz herzallerliebst. Weißt du was? Wir warten eben bis zum nächsten Tag ab. So. Da. Warten wir einmal bis morgens. Okay, vielleicht sehen wir... ach, diese Ertrunk... was ist das? Och. Mann, die sind so lästig. So, und jetzt will ich mal hier... rein. Kann man hier irgendwas sehen? Nein, hier ist es auch noch viel zu flach, um überhaupt zu tauchen, wirklich. So, jetzt kann ich was sehen, aber... irgendwas, was auch nur annähernd aussieht wie ein Höhleneingang oder sonst was, kann ich hier nicht erkennen. Ich tauche jetzt einmal hier um die Ecke. So, also langsam macht sich die Verzweiflung breit. Es lief so gut mit den Rüstungen und jetzt auf einmal geht's hier wieder nicht weiter. Wo soll das denn sein? Ja, ja. Diesen heller Aufruhr da oben. Die Ertrunkenen können nicht schwimmen. Ja, so gut sind Ertrunkene, ne? Normal können die schwimmen. Und nachdem sie ertrunken sind. Wow! Puh, ich glaube, ich müsste mal wieder die Linse putzen. Naja. Hä? Das verstehe ich nicht. Hier ist ja auch nichts, oder? Dass man hier irgendwie runter kann oder so. Was ist das? Oh, warte mal, hier liegt eine Leiche. Achso. Einen Kronen hatte die dabei. Einen Kronen. Es könnte aber auch sein, dass hier vielleicht irgendwie was ist. Es könnte aber auch sein, dass hier gar nichts ist. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese Bärenschulenausrüstung, bitte? Quest soll rot sein, aber hier ist nichts. Und da ist schon wieder so einer. Tschüss. Hier sieht es auch nicht aus, als könnte es irgendwie eine Höhle geben oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt noch einmal den Startpunkt da hinten dieser Quest. Das war hier. Hier sind diese Kratzer oder Haare oder was auch immer das ist. Und dann ging der hier rüber. So. Der geht hier rüber. Und zeigt dann hier auf dieses Gebiet. Und in diesem Gebiet ist aber nichts. Da hinten. Die wird auch zu weit weg. Ich kann mal hinschwimmen, aber die wird zu weit weg sein. Die wird außerhalb des Gebiets sein. So eine Truhe, ne?
Thyssen-Rüstung. Bisschen Krupp oder was? Guter Kruppstahl hier. Nein, wir sind überlastet. Ah, verdammt. Vielleicht sollte ich doch mal hier gucken. Guck erst noch einmal hier. Ja, ich bin überlastet. Oh. Ach doch, hier. Aber guck mal, wie fies. Guck mal, wie gemein. Direkt am äußersten Rand. Naja, Wayne, wir haben's. Und, hatten wir hier einen schnell... Ach, der war weg. War weiter weg, ne? Wir könnten aber zu Olenas Hain wieder zurück. Und dann... Könnten wir nochmal einen Händler aufsuchen.